Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Spider-Man Let's Play. Ja, Freunde, Peter Parker ist wieder back. Und wir haben in der letzten Folge das erste DLC abgeschlossen. Und heute geht es weiter mit DLC Number 2. Und zwar habt ihr gesehen vorgestern, was ist mit Black Cat passiert. Sie ist in ihr Apartment reingegangen und da ist eine Bombe explodiert. Und jetzt ist die Frage, hat sie es überlebt? Weil sie sagt ja, ach, wir Katzen haben 7 Sinne. Ja, das weiß niemand. Und das werden wir jetzt gemeinsam erfahren. Lasst einen Daumen nach oben da. The Walking Dead wird auch wahrscheinlich morgen losgehen, Leute. Freut euch drauf. Und jetzt geht's weiter. Hört mal die Musik. Dun, dun, dun. Boah, ist das geil, Mann. Dieser Soundtrack ist so Weltklasse, wirklich. Gigi geht raus, jetzt. Dun, dun. Boah, ist das geil, Mann. Wir starten rein, let's go. So, Leute, es geht weiter. Was erwartet uns jetzt? Hier haben wir ihn, Peter Parker. Es wurde immer noch keine Leiche gefunden? Nein. Glaubst du, sie hat überlebt? Ich weiß nicht, naja, alles ist möglich, aber... Also, wie fühlt es sich an, nicht Vater zu werden? Nein, nein, ich meine es ernst. Ganz ehrlich, ich... Erleichtert? Ich bin erleichtert. Ich hab's gewusst. Ich hab gerade echt viel am Laufen, weißt du. Ja, das stimmt. Ich... glaube, du wirst eines Tages ein toller Vater sein. Zur richtigen Zeit. Und mit der richtigen Person. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, Black Cat hat überlebt. So. Abgeschlossen, der Weg des Geldes. Glückwunsch, du hast die Story der Raubüberfall abgeschlossen. Das Abenteuer geht mit der nächsten Kampagne Revierkämpfe weiter. Gute Arbeit, Held. Perfekt, Leute. Dann würde ich sagen, neue Anzüge haben wir verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht nochmal einen neuen Anzug freigeschaltet, den wir jetzt für diese Spider-UK-Anzug, okay? Wir sagen, jetzt schauen wir uns mal an. Anzüge. Mal gucken, wie der aussieht. Oh, shit, Alter. Oh mein Gott, was gibt's denn hier alles? Der ist neu. Guck mal. Er sieht voll hässlich aus. Mega hässlich. Was? Oh mein Gott. Ich kann den nicht nehmen. Nein, oh mein Gott, das ist so ein Comic-Anzug. Das sieht aus wie Comic. Voll geil. Den feiere ich abnormal, ne? Was ist das für einer? Der ist ja komplett nackt. Warum kann man den nicht sehen? Digga, der sieht aus... Oh, der sieht auch pervers geil aus. Aber wir behalten den Standardanzug, Alter. Der ist einfach Legende. Dieser Anzug ist eine Ikone irgendwie. Ich weiß nicht, ich feiere den. Weil ich habe so die Filme auch kennengelernt mit diesem Anzug. Wir haben jetzt nochmal dicke Fertigkeitspunkte erhalten. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt als nächstes mit dem neuen DLC rein. Und guck mal, was uns da erwarten wird. Let's go. Captain Yuri Watanabe. Es geht weiter. Lagebericht. Felicia Hardy, alias Black Cat, wird vermisst und ist vermutlich tot. Gemeinsam mit Magier Don Hammerhead wollte sie die anderen Magier-Familien erpressen. Doch Hardy betrog Hammerhead. Der wiederum schlug mit gestohlenen Sable-Waffen zurück. Brutal. Hardy und das Erpressungsmaterial wurden Opfer seines Angriffs. Jetzt will Hammerhead Blut sehen. Erpressung ist keine Option mehr, also zieht er in den Krieg und hofft, die anderen Magiadons zu eliminieren. Dafür hat er sich weitere schwere Waffen angeeignet, die Sable beim Abzug zurückgelassen hat. Wir haben so viel Sable-Ausrüstung wie möglich beschlagnahmt, aber vielleicht nicht genug. Es tobt ein Bandenkrieg und New York steckt mittendrin. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Die Magier hat Hammerhead im alten Harlem-Sanatorium festgenagelt. Oh. Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. So, Leute, es geht los. Das neue Kapitel DLC Number 2. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall alle DLCs durchspielen. Bereit, wenn du es bist. Das ist die Yuri. Dann werde ich sie mal ablenken. Ich liebe diesen Anzug, ne? Bereit, meine Herren? Spidey, guck mal. Guck mal, Bruder. Dicke Rolex. Das ist gegen die Regeln, Lieutenant. Tut mir leid, Captain. Geschenk von meinem Kleinen.
Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lasse es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, Ma'am. Boah, sieht das geil aus, Mann. Ey, voll die geile Grafik, dann vor allem, wenn es regnet. Lol. Der baut ihm einfach so ein Netz, damit wir rüberfliegen können. Okay, ich glaube, jetzt wird spannend, Leute. Jetzt geht das neue Kapitel los. Ich hoffe, ihr seid alle ready. Boom! Ich glaube, jetzt geht's los, oder? Wer ist das? Das ist die Spinne! Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? Gut. Let's go, Alter! Boah, geiler Start auf jeden Fall, ne, oder? Was sagt ihr, Leute? Wow! Junge, was geht denn hier ab? Ich hab kaum noch Leben, Bruder! Wow! Unglaublich, dass Alter. Hätte ein altes Sanatorium als Basis gewählt hat. Ich habe einfach so ein Sanatorium als Basis genommen. Kranke Scheiße, ey. Ich muss die Aufmerksamkeit der Typen auf mich ziehen. Ja, Fury und ihr damit die anderen da reingehen können. Junge, wer ballert denn da die ganze Zeit, ey? Zack, zack. Boom. Wo sind die denn, Mann? Ah, der da oben ist das. Fuck. Alter. Ein Leben nur noch. Ich will jetzt nicht direkt sterben, Leute. Fuck. Hi, es geht ab, Bruder, alles klar? Das ist ein majestätisches Tier. Komm mal, Bruder, Schlüsselrochen. Um beim Meeresthema zu bleiben. Hey, so, komm her. Brainstorming. Hi, boah, der Dicke, sie dann Kopfnuss bekommen. Sag, was geht ab, Bro? Alles klar? Na? Komm mal her. Hier in deine Fresse und auch in deine. Bam, bam. Sag, spielst du den von mir? So, wen haben wir denn noch hier Schönes, hä? Hi. Na? Was geht ab, mein Lieber? Alles klar, Brudi? Zack. Gib erstmal die neue Special Move Attacke von mir. Weil das Kämpfen macht, wird nie langweilig irgendwie. Ne, Leute, ich schwör's euch. Es wird einfach nie langweilig, weil es macht so eine Laune, Alter. Guck mal, spielt den Volleyball. Nochmal. Boom. Boom. Ah, was wollen die von mir, hä? Ich würde sagen, wir holen mal unseren Spider-Bot, oder Leute? Habt ihr Bock auf den? Weil der macht richtig Randale, Alter. Der ist schon krank, der Spider-Bot. Zack. Wenn wir es mit Faxen der macht, Alter. Zack. Wupp, boom. Die Maddie, er wird dich vernichten. Ja, ich werde die Maddie auseinandernehmen. Hä? Na? Hi. Komm, eine Bombe kriegt ihr noch von mir. Boah, der hat gesessen. Jetzt sind immer noch ein paar da. Wow. Er startet sehr turbulent ins DLC. So gefällt mir das, Mann. Nicht so ein billiger Schnickschnack. Wow. Oh mein Gott. Fuck. Alle auf die Spinne. Alter. Das schon mal Leute gegen den Rest der Magier. Das ist wie eine Party, auf der man alle hat. Bam, bam, bam. Das ausweichen hier die ganze Zeit, ne? Oh, guck mal, wie geil auch die Dinger kaputt gehen hier, ne? Fuck, weg. Die Bombe explodiert hier. Oh, yo, ich bin voll geblendet. Was ist das denn? Ich habe ja, mein Bildschirm ist gerade kaputt. Naja, wir werden immer wieder immer besser mit den Moves, Leute. Wir kommen immer besser klar. Seht ihr das? Klack. Und dann kriegt ihr den. Oh, Rey Mysterio Move. Boom. Oh, sieht das geil aus, ne? Also die Macher haben sich so... Wow, wo kam das denn gerade her, Mann? Alter Schwede. Beide Yo. Seiten sind nicht gerade unterbesetzt. Was? Zack, den müssen wir erstmal holen. Junge, viele Gegner das hier sind, ne? Da finde ich auch gut, dass das mal ein bisschen schwerer wird, das Game. Und nicht immer nur... so einfach. Weil manchmal war das auch extrem einfach, muss man wirklich sagen. Boah, in der Luft, Leute! Oh mein Gott! Hi, es geht ab, Bro, alles klar? Schlagt euch weiter aufeinander wow. ein. Ich überwache wieder nur ein das Leben. Ganze nur. Sag, ich schmeiß mal ein bisschen Gegenstände auf die. Das sieht natürlich auch immer gut. So, wir sollten mal jetzt langsam... Ey, Digga, wie viele hier einfach sind, ne? Es hört sich einfach nicht auf. Es ist der längste Kampf. Der Magierschläger, der Hammerhead-Schläger. Mehr Zerstörung öffentlichen Eigentums. So. Boah, Junge, Alter, was ein geiler Kampf. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich Bescheid geben. Ich war vorhin mit meinen Eltern das erste Mal in unserer neuen Wohnung. Ich ziehe meiner Freundin jetzt am 1.2. um. Und war zum ersten Mal mit meinen Eltern neu dort. Die fanden die Wohnung mega schön. Und ja, es werden auf jeden Fall euch coole Roomtour erwarten, coole Vlogs und so weiter. Es werden so viele Sachen kommen, Leute. Freut euch drauf. Ich werde euch voll und ganz an meinem Umzug teilhaben lassen. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst mal jetzt einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, dass ihr Bock habt, zu sehen, wie ich umziehe. Und an was für Sachen ich achte, was ich euch empfehlen kann und so. Deshalb, weil ich mache das auch zum ersten Mal. Deshalb kann ich euch da ein bisschen meine Erfahrungen, sage ich mal, auch teilen. Und euch teilen. Komm her mit deinem komischen Ding da. Boah, der hat gesessen, Alter. Ich halte das ewig durch. Boah, Junge, in deinen Nacken rein. Komm, wir kommen wieder unseren Spider-Bot. Spider-Bot. Boah, Junge, was ein Move. Zack, zack. Boom, boom, boom. Kriegst du noch den hier? Zack. In deine Fresse rein.
Oh nein, schon wieder der hier, Mann. Immer diese... Ach, scheiße, mein Leben. Fuck. What the fuck? Junge, der geht mir so auf den Sack, ne? Was ist los mit dir, Bruder? Schmeiß deine Eier. Kriegst du eine Bombe von mir. So. Wie viele leben denn noch? Leben nur noch zwei Stück. Zack, der kriegt eine Bombe. Und der andere haben wir alle. Zack, boom. Boom. Damit du endest wie eine Fliege an der Wand. Wer ist das denn? Die Insektenwitze werden echt alt. Hä? Huh? Was ist das denn für ein Jetpack, Alter? Sag mir, ich muss gegen ihn kämpfen. Oha, was ist denn los gegen ihn? Wo ist der? Hä? Leute, seht ihr den? Der ist weg, oder? Der ist nicht mehr da. Der war doch gerade noch hier. Ah, da ist er doch. Wow. Oh, jo, mit seinem scheiß Schild, Alter. Was ist los mit dem? Hier, kriegst du jetzt mal den von mir? Boah, was? Als ob ich den schon direkt getötet hab? Ich hab gedacht, das ist voll der krasse Typ, so ein Endgegner oder so. Er kriegt einen Move von mir, der ist tot. Zu krass, oder, Leute? So. Ah, da kommt noch einer. Das ist derselbe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist ein anderer, oder? Als ob es derselbe ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, wir haben voll die krassen Leute. Wow, okay, da sind jetzt wieder zwei neue dazugekommen. Boah, das Schild ist voll krank, ne? Aber ich drück die einfach mit ihren Schildern zusammen weg. Na? Wow! Boah, ich muss schon ein bisschen aufpassen. So einfach sind die anscheinend doch nicht. So, und der Vogel kriegt auch mal eine Bombe jetzt von mir. Wow. Okay, jetzt kriegt ihr erstmal zack, zack. Und kriegt noch einen Spider-Bot dazu. Na, es geht ab, Leute, hä? Bruder, nein, das ist ein Bug, der ist einfach im Karton drin. Oh mein Gott, der ist einfach im Karton drin. Oh mein Gott. Das ist ein Bug. Geil, der war einfach im Karton drin. Wie geil ist das denn? Einfach so ein Bug. Boah, das sah geil aus, Mann. Das war ungefähr so hart wie erwartet. Mal hören, was Juri macht. So, ziehen wir uns mal da rein. Ab ins Haus. Oh, mal was an der Decke, oder? Bin ich blind? Krabbel, kleine Spinne. Krabbel, krabbel, krabbel. Hey, Juri, draußen ist alles klar. Wie geht's deinem Team? Ah, schlechter Empfang. Sie muss wohl im Keller sein oder so. Ich muss ihr hinterher. Okay. Juri Boyka. Wer von euch kennt Juri Boyka? Schön gruselig. Hier spukt es bestimmt nicht. Oh mein Gott, das ist so eine Irrenanstalt wie bei Outlast. Ich weiß, Juri kommt schon zurecht. Aber irgendwas stimmt da drin nicht. Ich muss ihr hinterher. Hoffentlich gibt's hier keine Klogeister. Das wäre mir jetzt echt zu viel. Gott, ich krieg Paranoia, ne? Was macht voll Bock, sich gerade hier durchzuschwimmen. Vermutlich wird nicht jedes Sanatorium von den Geistern gequälter Patienten aufgesucht, aber dieses hier wohl mit Sicherheit. Ich weiß doch gar nicht, ob wir richtig sind, Leute. Ich renne gerade einfach, aber ich denke schon, mein Instinkt sagt mir, man muss doch manchmal auf seinen Instinkt hören. Ob's glauben, sie könnten einfach so in Magiergebiet. Okay. Bitte Ruhe bei der Infiltration. Boah, das sah geil aus mit dieser Zeitlupe wieder, ne? Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus, ja. Aber kein Hammerhead. Sie haben um Bezirke gespielt. Darum, wer die Kontrolle bekommt, wenn der Rest der Magier raus ist. Na, viel Glück. Die anderen Magier-Dons, sehr subtil. Don Fortunato, praktisch der Magier-Anführer. Sein Sohn will... Juri! Das klang nicht gut. Ach, Scheiße, wo kam das her? Ich muss zu ihr, schnell! Ja, wohin? Der Weg! Weiter? Auch eine Abkürzung. Warte mal, da oben geht's nicht weiter. Wo geht's weiter, Leute? Seht ihr irgendwas? Hier muss doch irgendwo ein Schacht sein. Ja, da oben. Zieh dich hoch, Bro. Schneller, Spidey, schneller, schneller. Wo kamen die denn her? Wen kümmert's? Überall Cops. Und die Spinne ist auch hier. Wir schalten sie aus. Wir schalten alle aus. Ja, ja, klar. Ihr wollt Spider-Man ich ausschalten? Ich sollte diesen Kerl aus dem Weg räumen. Wir bewachen den Sandwich. Wir nehmen wir zuerst. Nein. Im Ernst? Oder? Du hast mal versucht. Und? Hammerhead riss ihm fast das Ohr ab. Mit allem, was dran hängt. Wow. Ja, also... Wow. Wow. Oh, nein! So. Da drüben! Hier, habt keine Chance, Jungs, Alter. Was wollt ihr? Wir verlieren zu viel, Jungs! Ja, ihr verliert auch zu viel, Jungs, ja? Na, alles klar?
Gefällt euch der Stromschlag, ja? Alles gut? Oh, der hat mir einfach eine Bombe gegeben, Alter. Was? Was geben die denn für Bomben, Alter? Junge, der hat eine Tritte wie Bruce Lee drauf. Habt ihr es gesehen? Einfach ein Schlag, schon fast tot. Hallo, Ken! Das waren alle. So, was sollten Hammerheads-Schläger hier für ihn bewachen? Wow, boah, ich liebe das richtig. Technologie. Aber was ist das andere Zeug? Und wie hat Hammerhead es in die Flossen gekriegt? Ich glaube, die arbeiten zusammen. Ganz schön viel Zeug zum Livestreamen. Von Screwball gibt's dafür sofort einen Daumen runter. Zum Livestreamen. Alter. Das ist neu. Das ist dieses Ding, gegen den wir gerade gekämpft haben, professionell, ne? Für ein Hammerhead-Produkt. Die stecken safe in einer Decke mit Überwachungsvideos. Yuri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Na, ganz oben, ne? Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert. Und jetzt kommt wieder. Los, Yuri. Jetzt kommt den. Oder nicht? Hab ja Manieren. Wenn es klopft, sag ich herein. Nein. Das sieht aus wie Einstein. Was ist das für ein Tier, Alter? Aber ihr musstet Einstein. Euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Korps. Kein Respekt. Das ist der Hammerhead, ne? Der hat einen Kopf wie ein Hammer, Hammer, aber rechtzeitig mein Hammer. Ey. Feigling! Klar, früher mal. Da hatten wir ja einen Respekt. Ihr schlug zu, wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Lehrten euch das Fürchten. Hammerhead! Aber jetzt... Jetzt glaubt ihr, eine steife Brise wirft uns auf! Boah, der hat Versace Goldkette am Start! Die hab ich auch! Die Furcht muss zurückkehren. Thumbnail! Komm, Spidey, wo bist du? Waffe fallen lassen! Hände hinter den Kopf! Eher nicht. Captain, es tut mir leid. Na los, sofort! Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Captain, tun Sie's! Voll, genau so! Oh, Spidey! Oh, sieht das geil aus! Alter, die Grafik, Mann! Was ist das denn? Das sieht zu krank aus, Alter! Guck mal die Grafik, Leute! Was ist denn jetzt? Yuri! Yuri, wo bist du? Oh Gott, ich würde das voll Paranoia kriegen, ne? Es kommt auf einmal safe hinter hier. Fuck, der ist tot. Scheiße. Leute, turbulenter Start auf jeden Fall. So muss ein DLC anfangen. Was eine geile Mission. Ich werde auf jeden Fall eine noch machen. Die Frage ist, wo ist dieser Hammerhead abgehauen? Das könnte auf jeden Fall ein geiler Endgegner werden. Ich bin auch gespannt, ob Black Cat überlebt hat, ob wir sie als nächstes wiedersehen werden. Also ich sage, sie hat safe überlebt. Aber jetzt schauen wir erstmal, was als nächstes passieren wird. Ist das jetzt... Nee. Die Mission ist abgeschlossen. Überrümpelt, abgeschlossen. Okay. Yuri, bist du wirklich okay? Ja, ich muss nur mal kurz durchatmen. Lass mich helfen. Ich suche Hammerhead, finde heraus, was er plant. Du brauchst Zeit für dich. Das wäre gut. Ich muss den Familien meiner Leute sagen, was passiert ist. Aber
Halt mich nicht daraus. Wenn du was rausfindest, sag's mir. Versprochen. Wir stoppen den Kerl Yuri. Nein, nicht stoppen. Töten. Wir nageln ihn an die Wand. Hammerhead hat's jetzt persönlich gemacht. Ich kann das nicht weiter zulassen. Seine Männer hängen angeblich in der Bar ohne Namen rum. Ich werde dort mit der Jagd beginnen. Let's go, Alter. Wir gehen dann jetzt zu der Bar in 800 Metern. Bar ohne Namen. Ja, geile Bar. Ey, Bruder, lass mal feiern gehen. Ja, wohin denn? Ja, lass mal zur Bar ohne Namen. Junge, Junge, Junge. Komm, da können wir zusammen hinziehen. Das ist ja nicht weit weg, Leute. Also, wie gesagt, falls ihr gerne Bock habt, dass ich ein paar Vlogs hochlade, wie ich mit meiner Freundin die Wohnung ein bisschen einrichte oder ein bisschen in Möbelhäuser bin, da sagt mir das, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich weiß ja nicht, ob es vielleicht jetzt der Zeitpunkt wäre, meinen Drittkanal Feel Real zu starten. Ich weiß es nicht. Ich müsste mir sagen, oder ob ich das auch Feel Gaming machen soll. Das ist halt sehr schwer. Ich kann das ja nicht beurteilen. Weil drei Kanäle wäre schon extrem hart, keine Frage. Aber ich hätte schon Bock, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen auf Vlogs hochzuladen und so alles. Aber ja, ist halt eine schwere Sache, ne? So, jetzt gehen wir erstmal in die Bar ohne Namen rein. Mal gucken, ich glaube, das sieht schon aus, die paar Jungs von hier. Passwort ist los, lass mich rein, du Idiot! Sehr schön. Hab mir Mühe gegeben. Die Bar ohne Namen. Stammkneipe von New Yorks berüchtigsten Kriminellen. Letztes Mal, als ich dort war, dauerte der Kampf hier fast das ganze Labor Day-Wochenende. Aber jetzt habe ich dich, mein tapferer kleiner Freund. Ach du Scheiße, müssen wir mit dieser Spinne da reingehen? Eieiei, das kann jetzt was werden, Leute. Hier muss wissen, was Hammerhead plant. Oh, ich geil. Muss ein paar Gespräche belauschen. Lol. Vielleicht erfahre ich was. Keine Waffen, Schlägereien oder Superkräfte. Ganz schön hohe Erwartungen an die Gäste hier. Ja, aber ich gebe meine Waffen nicht ab. Es tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln, Sir. Die Waffen bleiben hier. Okay, aber ich will das nicht. Ich verstehe. Hast du das gesehen? Zeit zu verschwinden. Aber ich will nicht. Fuck, die sehen mich alle, Leute. Überlegt mal, wo können wir denn lang? Ah, da, seht ihr das? Oh mein Gott, wenn das jetzt wirklich so ist, das wäre schon echt krass, wenn wir jetzt hier die Wand hoch müssen. Oh mein Gott, als ob. Ich schwör's dir. Ich habe das gerade gesehen, ich dachte mir... Okay, Spidey. Der arme Magiermann. Einfach EMP. Ganz schön laut hier drin. Ich sollte die Gespräche nach Magia und jetzt das Gespräch isolieren. Überspringen. Perfekt. Mal hören, was diese Gentlemen zu sagen haben. Gut, dass wir nicht mehr bei der Magia sind. Hammerhead ist die Zukunft dieser Stadt. Findest du es nicht ein bisschen? Das macht voll Bock, Mann. Ich schwör's dir, irgendwie ist das voll geil, ne? Ohne Witz, dass die solche Sachen mit eingebaut haben, finde ich voll abwechslungsreich. Trinken wir nachher noch ein Bier? Nee, ich hab Baseball. Oh, echt? Du siehst ja als Spieler? Nein, nein, ich meine, ich hab Baseball. Ich bin echt jetzt hier schon ziemlich gut. Ernsthaft? Ich schwör's bei meiner Mutter, wir gewinnen immer. Hm. Ah, hier gibt's ja sowieso kein gutes Bier vom Fass mehr. Versteck dich. Wir dürfen nicht gesehen werden. Zeit zu lauschen. Einer von den Kerlen hier muss wissen, was Hammerhead vorhat. Wer wird hier... Wer hat das Ding hier reingelassen? Oh nein. Entdeckt. Scheiße. Geile Scheiße. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich habe aus den Dreieck gedrückt. EMP ausgelöst. So, Leute. Wir haben jetzt mal geschafft, uns hier irgendwo zu verstecken, wo wir nicht entdeckt werden. So, wir gucken mal jetzt, was die Jungs sagen. Verrückt. Die Magiadons halten sich alle an einem Ort auf. Die glauben, dass das sicher ist. Den Boss freut's. So erwischt er alle gleichzeitig und übernimmt danach die Magia. Dämliche Dons. Wenn Hammerhead die Dons auslöscht, kontrolliert er die ganze Magia. Ich muss vor ihm da sein. Hier muss jemand wissen, wo sie sind. Können die hier lauschen? Guck mal, ganz unterm Tisch. Dann ihre Stimme gucken, was die sagen. Hey, der Angriff auf die Magia-Dons. Wo soll es losgehen? Ja, Mann. Hast du einen Treffpunkt? Das ist richtig. Nee, der Neue sagt, er weiß es. Der Hammerhead hat es ihm erzählt, sagt er. Und seit wann weiß ein neuer Typ mehr als wir? Ist echt so. Dem werde ich's zeigen. Ich hoffe wirklich, dass der neue Typ weiß, wo die Dons sind. Na los, neuer Typ, du schaffst das. Wo ist der neue Typ, ist die Frage, ne? Oh shit, Alter, oh, oh, oh. Darf ich mich nicht sehen, ne? Ich sage, wir gehen dem mal hinterher. Safe wäre es das, 100%. So. Ich muss die Stimmen der Lane isolieren. So. Hey, du sollst wissen,
die Dons sind. Nicht so laut, Mann. Es ist, ich weiß es nicht. Na los, neuer Typ. Ich wusste es. Blödes Großmaul. Aber ich weiß, wer es weiß. Winnie und Gino. Sie sind hinten. Und verraten es niemanden. Hinten, okay. Ganz was Neues. Winnie und Gino wissen alles. Winnie und Gino. Also die Klappe, neuer. Winnie und Gino, hä? Ich muss herausfinden, was sie wissen. Wo sind denn Winnie und Gino? Die Tür bei den Flippern führt nach hinten. Ich muss sie nur aufkriegen. Ja, und wie? Ah, da. Fuck, fuck. Na, was für ein Drecksloch. Dino! Gino? Krieg ich die Tür Nein, auf? Dino! Oh, schon dabei! Wie soll ich die Tür aufkriegen? Geht da niemand rein? Ah, okay. Entschuldigung, ich komme. Als ob ich dieser Typ dann jetzt gerade nicht sieht. Als ob der mich nicht sieht, Mann. Die Sicherung? Ach, Glück gehabt. Hey, was ist denn hier los? Winnie und Gino. Eine Karte von Hammerheads Geschäften? Die muss ich mir näher ansehen. Safe Day. In der Brennerei und der Werkstatt druckt Hammerhead schon seit Jahren Geld. Hä, geil. So. Ich feiere diese kleine Spinne so sehr, wenn ich hier fertig bin, rufe ich MJ an. Diese Standorte sind für ihren Artikel über Kriminalität bestimmt. Ja, okay, Hammer-Tage, das sind halt Nebenmissionen wieder, Leute. Die werde ich auf jeden Fall nicht machen. Okay, weiter. Habe ich ja gesagt. Ich muss zu Winnie und Gino herausfinden, wo die Magiadons sind. Oh, oh, oh. War das eine Ratte? Bruder. Ups, weg, der Spider-Bot. Okay, ich sag dir was. Bruder, war das okay. Cool. Ich trinke das Bier hier, auch wenn es scheiße schmeckt. Das war richtig aber knapp, echt, ne? Und dann muss ich pissen, ja? Andauernd. Hey, hast du von dieser Projekt Olympus-Sache gehört? Er hat die Stimme von Nathans Bruder. Gefällt mir nicht. Könnte interessant sein. Krank. Könnte einen umbringen. Projekt Olympus? Warum höre ich das ständig? Projekt Olympus. Winnie und Gino nehme ich an. Sie wissen, was Hammerhead plant. Da liegen Notizen auf dem Tisch. Wir müssen da irgendwie hoch. Also, das lässt sich schon gut verteidigen. Aber sicher. Ein Radio. Klassisch. Verdammt! Das war der eine. Jetzt der andere. So, jetzt gehen wir zum anderen hier rüber. Ahnung, dann können wir die Decke da irgendwie ausmachen. Irgendwas geht, ne? Sie werden echt überrascht sein. Da. Wie war das? Was ist denn hier los? Das ist meine Chance. Siehst du hier was Eklektisches? Schnell. Was Elektrisches? Sag dich doch. Komm. Du sagst... Die Dons verstecken sich im Auerbach-Theater. Ich muss sie noch vor Hammerhead erreichen. Gut gemacht, Spider-Bot. Jetzt versteck dich, ich hol dich später ab. Ich bring Desinfektionsmittel mit. Perfekt, so, das haben wir also geschafft, ey. Was war eine richtig geile Mission, Alter. Ohne Spaß, Leute, das war eine richtig geile Mission. Hey, MJ, hier ist Pete. Ja, ich hab deine Nummer gespeichert, Pete. Ich weiß also, dass du es bist. Klar, natürlich. Hör zu, ich weiß, dass du was über Magiatan-Geschäfte schreibst. Ich hab da was für dich. Echt? Ich kenne den Standort von Pier Hammerhead-Geschäften und ich wette um echtes Geld, dass die nicht sauber sind. Ich habe kein Geld zum Wetten, aber das klingt ziemlich sicher. Ich schau mir das gleich mal an. Warum lässt du mich das nicht machen? Ich informiere dich dann. Das wäre toll. Ich habe eine Deadline. Dann bis bald. Boah, ist das geil, Alter. So, Freunde, ich würde sagen, wir pausieren an dieser Stelle und machen übermorgen bei der nächsten Folge weiter. Wir haben das neue DLC gestartet. Und genau hier wird es übermorgen weitergehen, Freunde. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, auf Vlogs zusammen mit meiner Freundin aus der neuen Wohnung, wie wir zusammen umziehen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall die Tage auch Fortnite wieder hochladen. WWE werde ich weiterhin bringen. Es wird The Walking Dead kommen, also es erwarten euch wieder geile Sachen auf dem Kanal. Ich freue mich mega auf die Zeit. Und dann macht's gut, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein und ciao!